Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch mal was ganz anderes. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine Karte euch gezeigt und ist für mich auch was Neues mit so einem Hintergrund und so. Aber ich habe dieses Stanz- und Stempelset gesehen und ich habe mir gedacht, da muss ich so eine Karte machen. Unsere Karte wird heute so ähnlich. Das ist mein Prototyp. Ich bin mit dem Format noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte den Spruch ein bisschen ändern, weil man hat hier so zwei Ä-Punkte. Und die möchte ich nicht drauf haben. Deswegen wandle ich das ein bisschen ab. Und genau, das Format wird ein bisschen größer. Und ich habe einen super Tipp für euch, wie ihr Embossing-Pulver wieder von eurer dunklen Karte wegkriegt. Also, so viel zu diesem Video. Und ihr seht vielleicht hier, der Baum, der geht auch noch über die Karte drüber. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen. Ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Also es ist eigentlich eine ganz coole Karte und ja, zum Thema Traum oder Träumen, finde ich, kann es auch mal so richtig bunt sein. Viel Spaß mit dieser Karte. Legen wir los. Als Material braucht ihr gar nicht viel. Ich habe jetzt einmal ein Stück. Also ich mache jetzt ein größeres Format. Das hier ist einfach eine halbe DIN A4-Seite. Aber ich mache jetzt ein Format, das etwas größer ist. Und zwar hat das Ganze das Maß 29 cm x 14,5 cm und ist auch bei 14,5 cm schon gefalzt. Die Bestellnummern habe ich euch heute mal hier hingeschrieben. Und ihr braucht ein Stück Seidenglanzpapier mit dem Maß 14,5 x 14,5. Dann braucht ihr noch ein Reststück in Schwarz und ein Reststück in Mangogelb. Moment, da ist die Bestellnummer für Mangogelb. Da braucht ihr noch ein Reststück. Und genau, dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Seidenglanzpapier an, würde ich sagen. Das ist die meiste Arbeit. Bevor ich das jetzt embosse, stanze ich mir noch schnell zwei Sachen aus. Und zwar einmal den Baum und dann den Spruch Träume, und das Ganze gehört zu dem Schöne Schatten. Also ich arbeite heute mit diesem Kombipack. Die Schattenspiele, das ist das Stempelset dazu, dann nehme ich mal das Mädchen, das auf der Schaukel sitzt, und Traum ist ein Stück vom Leben als Spruch. Hier habt ihr die einzelnen Bestellnummern, da passen eben die Stanzformen ganz gut dazu. Da gibt es einmal Abenteuer, Zusammen und Träume, dann diese wunderschöne Pusteblume und den tollen Baum, den ich gleich ausstanze. Es gibt das Ganze aber auch im Kombi-Vorteilspack sozusagen. Da ist das hier, diese Bestellnummer. Wenn man das zusammenkauft, dann spart man sich 10% gegenüber vom Einzelkauf. Also wenn ihr die Bestellnummern braucht, die, wie gesagt, die blende ich euch jetzt nicht mehr ein, sondern halte sie euch immer ins Bild und dann könnt ihr die Bestellnummern so verwenden. Ich habe jetzt schon angefangen, mir das ein paar Mal da durchzukurbeln, vor allem den Baum. Und hol mir das mal aus der Big Shot. Bei dem Träume habe ich hinten drauf diese Klebefolie gemacht. Die gibt es zwar leider nicht mehr, aber ich habe die eben noch und finde die sehr praktisch. Und die tue ich heraus, die Stanzform. Wenn ihr das wenn ihr das Träume machen wollt, also mit dem Ä, dann müsstet ihr jetzt gut auf eure Klebe-Ä-Punkte achten, dass die nicht verloren gehen. Aber ich mach das jetzt ohne Träume. Ich möchte Traum machen und dann brauche ich die Ä-Punkt nicht. Mit dem Baum, hoffe ich, kann ich ganz gut jetzt rauslösen. Mal gucken. Das ist eine sehr, sehr schöne Stanzform. Aber sehr filigran, also gut aufpassen. Deswegen habe ich die jetzt auch öfter durchgekurbelt, dass es sich besser rauslöst. Ich nehme mir nochmal schnell so eine Nadel und piekse mir das raus, was sich jetzt nicht gelöst hat. Aber das meiste ist super rausgegangen. Ja, also so sieht der Baum aus, wirklich schön, oder? Sehr filigran. Und den habe ich mir jetzt deswegen zuerst ausgestanzt, weil ich ungefähr schon mal gucken möchte, wie ich mir das Ganze positioniere. Wenn ihr das auch machen möchtet, ich mache mir jetzt hier einen Rahmen. Ich schneide mir das zwar nachher so zu, das schwarze Papier, aber ich mache mir jetzt einmal einen Rahmen außenrum, der überall 2,5 cm hat, weil ich stelle mir das jetzt so vor, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen muss ich das erstmal hier so ein bisschen hinhalten. Also so möchte ich das dann ungefähr drauf haben.
Und ich glaube, das passt ganz gut mit den 2,5 cm. Dann werde ich jetzt das nämlich als erstes mal embossen. Und ich zeige euch auch gleich, wie man mit einer anderen Farbe embosst, wenn man kein schwarzes Embossingpulver zum Beispiel hat. Also es gibt da jetzt im neuen Katalog das schwarze Embossingpulver in so Schimmerschwarz, aber das ist leider noch nicht erhältlich und deswegen benutze ich jetzt einfach schwarze Tinte und mein Versamark-Kissen und zeige euch, wie man in jeder Farbe embossen kann, auch wenn man das Pulver dazu nicht hat. Als erstes nehme ich mal mein Embossing-Buddy und embosse mir, gehe mir über die Stelle, wo ich dann das Mädchen nachher hinstempeln möchte, mal drüber. Dann nehme ich mir die Versamark-Tinte. Gehe da auf meinen Stempel und nehme mir dann meine schwarze Tinte. Und gehe mir da auch nochmal drüber. Ich habe jetzt hier die Stays-On-Tinte. Ich denke, mit der Memento-Tinte geht es genauso. Also geht es genauso, mit der habe ich die andere Karte gemacht. Einfach eine schwarze Stempelfarbe. Und ich versuche da schon richtig satten Abdruck zu machen. Und dann stempel ich mir das einmal so ab. Das ist jetzt auch ein bisschen drauf, dass sich die Farbe schön ins Papier saugen kann. Und ihr seht, es ist jetzt schwarz. Hier ist es ein bisschen schöner. Also ich würde es mit Memento machen. Ich habe es hier mit Memento gemacht. Das ist noch ein bisschen fester von der Farbe. Und das Ganze wird jetzt embossed, dass es noch diesen schönen Schimmereffekt bekommt. Dazu nehme ich jetzt einfach das Klarlack-Embossing-Pulver. Löffel mir das hier ein bisschen drüber. Und erhitze mir das dann mit dem Erhitzungsgerät. Und schon habt ihr das hier jetzt richtig schön in schwarz embossed. Das sieht dann richtig super aus, oder? Wir bleiben noch ein bisschen bei dieser Seite, weil im Hintergrund seht ihr hier die Sterne. Die habe ich mir mit Weiß embossed. Und auf die Rückseite von meiner Karte werde ich mir auch den Spruch noch embossen. Also das ist keine Karte, die man so aufmacht, sondern das ist einfach nur eine Vorder- und Rückseite-Karte sozusagen. Also ich habe die dann am Ende zusammengeklebt und habe mir da hinten noch einen kleinen Spruch hingestempelt. Das mache ich dann bei meiner großen Kartenform natürlich auch. Aber da lasse ich euch jetzt Musik laufen. Ihr seht jetzt, was ich mache. Ich emboss also genauso, wie ihr es eben gesehen habt, nur eben mit Weiß, mit weißem Pulver. Und wenn ihr das braucht, dann habt ihr hier die Bestellnummer von dem weißen Pulver. Und das Stempelset, mit dem ich die Sterne aufgestempelt habe, das sind das Stempelset Sternstunden. Und da habe ich dieses Sternenmuster und dieses rausgenommen. Aber vielleicht hätte ich vorher gucken sollen, wie man das richtig aufstempelt. Ich habe das jetzt einfach mal querbeet auf mein Projekt gestempelt. Aber das wird dann nachher auch mit dem Baum ein bisschen versteckt. Also da kommt ja der Baum dann drüber. Okay, und jetzt kommen wir schon zu dem Tipp, den ich bekommen habe. Wenn man so Rückstände hat von dem Embossing Buddy auf einem dunklen Papier. Ich glaube, hier sieht man es auch noch ein bisschen. Hier habe ich schon probiert. Dann nehmt euch einfach einen Swiffer und geht damit über euer Projekt und danach habt ihr keine weißen Rückstände mehr. Diesen Tipp habe ich bekommen von einer Zuschauerin, ich glaube Uta Dorn. Das hat sie mir mal geschrieben und das fand ich total cool und habe es jetzt ausprobiert und das funktioniert echt gut.
Also einfach einen Swiffer benutzen und dann habt ihr den Embossing Buddy auf dunklem Papier ganz schnell wieder weg. Perfekt. Vielen Dank, liebe Uta. Okay, und jetzt geht's ans Kollerieren von unserem Hintergrund. Jetzt habe ich gerade meine Stempel geputzt und da ein bisschen was drauf gekleckert. Naja, ist dann der besondere Effekt. Gehört aber eigentlich nicht hin. Bevor ich jetzt kolleriere, mache ich meine Hilfslinien wieder weg. Die waren ja nur ein bisschen zur Orientierung vom Stempeln. Und dann lege ich da gleich los. Und zwar benutze ich einmal die Schwämmchen und ganz viele Farben. Und ich habe jetzt bewusst ganz viele grelle oder bunte Farben ausgewählt, also sehr farbintensive Farben, weil ich finde, zu dem Thema Trauung darf das schon ein bisschen so, ja, richtig schön farbig sein. Ich habe jetzt einmal grüner Apfel, Jade, Himbeerrot, Mangogelb und Blutorange ausgewählt. Und damit gehe ich jetzt mit den Schwämmchen richtig mutig über mein Projekt. Mal schauen, vielleicht brauche ich nur eine andere Farbe, das sehe ich jetzt. Also es sind andere Farben als auf meiner Beispielkarte, aber da gehe ich jetzt mal richtig durch die Farbpalette durch. Und wichtig ist, wenn ihr das macht, also ihr nehmt euch einfach die Schwämmchen so auf die Fingerkuppe und ihr geht am besten immer von außen nach innen und mit so kreisenden Bewegungen. Und wenn ihr wieder eintunkt und wieder neu ansetzt, auch wieder von außen reingehen und immer diese kreisenden Bewegungen machen. Genau, und da lasse ich euch jetzt einfach ein bisschen Musik laufen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Also es ist echt cool geworden, finde ich. Ich hätte vielleicht anstatt dem Himbeerrot doch Flamingo nehmen sollen. Das ist mir zuerst in den Sinn gekommen, aber das habe ich dann nochmal geändert. Aber ich finde es eigentlich schon ganz cool. Ich nehme jetzt einfach noch ein Tuch und gehe mir nochmal ein bisschen über meine embossten Sterne drüber, damit ich die Farbe wieder zurücknehme und dass die einfach nochmal wieder ein bisschen besser rauskommen. Und dann lasse ich das Ganze ein bisschen trocknen und wir machen dabei die Kartenbasis, weil da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach mal mein Stück Papier und schneide mir jetzt den Rahmen. Also Achtung, meine Rückseite zeigt jetzt nach oben. Und hier ist jetzt meine Vorderseite. Da muss ich mir den Rahmen schneiden und ich habe ja gesagt, so 2,5 cm hat man vorher aufgezeichnet, das war ganz gut. Ich drehe es mir jetzt doch einmal um. Dann ist leichter. Seht ihr auch besser? Ich lege mir das jetzt hier auf der rechten Seite bei 2,5 cm an und schneide mir dann hier von 2,5 cm, da ist so eine kleine Nase dran. Ne? Bei Schwarz sieht man es jetzt vielleicht noch ein bisschen schlechter. Seht ihr hier? 2,5 cm, da kann man es besser lesen. Und zwar schneide ich mir das jetzt bis 12 cm. Mein Spickzettel, ob das stimmt. Ja, bis 12 cm. Hier. Dann lege ich es mir nochmal bei 2,5 cm an, schneide es mir wieder von 12,5 bis 2,5 zurück. Und so mache ich das jetzt einmal außenrum. Entschuldigung, jetzt war ich aus dem Bild. Also hier lege ich es mir jetzt bei 12 cm auf dieser Seite an und schneide mir von 2,5 bis 12.
Und den letzten Schnitt lege ich mir jetzt hier bei 2,5 an und schneide von 12 bis 2,5. Und dann müsste sich das ganz gut rauslösen lassen. Ja, aber jetzt habe ich was vergessen. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar wollte ich mir das eigentlich so machen, dass ich das zuerst stanze und dann mir den Rahmen schneide. Aber ist jetzt egal, jetzt machen wir es eben anders. Und zwar stanze ich mir jetzt das Träume einfach nochmal aus. Und dann klebe ich mir das auf. Vorher wollte ich das so haben wie hier, da habe ich es dann nachträglich rausgeschnitten. Das war aber eigentlich auch eine ziemliche Friemelei hier unten. Sieht man auch mit dem Cuttermesser und so. Vielleicht ist es mit Aufkleben sogar insgesamt besser. Also stanze ich mir das Träume jetzt nochmal kurz in schwarz aus. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt haben wir alle unsere Einzelteile für unsere Karte. Ein bisschen zoome ich euch jetzt wieder hin. So. Und ich möchte ja überhaupt gar nicht mehr Träume machen, sondern ich möchte ja sowieso nur das Wort Traum. Und deswegen kürze ich mir das jetzt einfach hier. Und dann habe ich keine Träume mehr, sondern einen Traum. So. Vielleicht war das jetzt ganz gut, dass ich mir das nicht direkt gleich ausgestanzt habe, weil ich glaube, das schaut so auch ganz schön aus. Und jetzt klebe ich mir das alles erstmal zusammen. Gucken wir mal, wie das aussieht. Eigentlich ganz cool. Es könnte ein bisschen mehr von dem Rot zu sehen sein. Es geht ein bisschen unter durch den Rahmen. Wir könnten uns das oben noch ein bisschen einkürzen. Wenn wir das oben einfach noch ein bisschen kürzer machen, dann kommt das noch ein bisschen besser zur Geltung. Dann machen wir jetzt mal 1 cm weniger. Durch das, dass die Karte nachher sowieso zugeklebt wird, sieht das jetzt ganz cool aus. Dann sieht man ein bisschen was von dem Rot hier unten noch. Also ich finde sie jetzt schon ganz cool, oder? Und den Baum, den möchte ich mir so ein bisschen in den Hintergrund und oben drüber kleben. Da mache ich mir jetzt eine Markierung hin, wo ich meinen Baum anlegen möchte. Und klebe mir den jetzt als allererstes auf die Karte drauf, aber nicht komplett, sondern nur hier am Stamm. Weil ich möchte den einen Teil überhalb von der Karte machen, dass der so über den Rand drüber geht und der andere soll da plan aufliegen. Und dann nehme ich mir dann einfach den Flüssigkleber und klebe mir erstmal den Stamm an. Genau. Und hier kann ich auch noch ein bisschen was hinmachen, weil da bleibt der auch direkt auf dem Papier kleben. Da klebe ich mir jetzt einfach nur ein paar Blätter an, also da mache ich nur ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und klebe mir das an meine Markierung hin. Okay. Dieser Teil wird also angeklebt und dieser Teil schaut dann oben drüber über den Rahmen. Dann kann ich mir hier oben schon mal die Blätter abschneiden von den Bäumchen, damit uns das nicht mehr so in Bewegung geht. Und dann kann ich mir mein Innenteil schon mal einkleben und klebe mir danach den äußeren Teil oben drüber. Also ich hoffe, ihr könnt es noch gut verfolgen. So, ich klebe mir jetzt das mal an und ich klebe mir das eigentlich schon ganz oben an. So. Ich finde, die schaut total cool aus. Super. Und kann dann hier vorsichtig meinen Ast noch so rausbiegen, dass er dann aus dem Ganzen raussteht. Und jetzt klebe ich mir vorsichtig erstmal den Rahmen an. Ich muss das nochmal rausnehmen. Ich schneide mir auch diesen Ast hier. Den schneide ich mir gleich auseinander. Der eine Teil davon ist unten noch drinnen und der andere schaut schon oben drüber. Dann machen wir jetzt den Rahmen. Ihr seht jetzt, hier steht ein bisschen was über. Das schneiden wir uns jetzt dann gleich noch weg. Aber es ist ja jetzt schon total super, oder? Und das klebe ich mir jetzt
Es klappt mit der Menschenenergie, geht es leider nicht. Das wäre so schön, wenn das noch ein bisschen mehr hochstehen würde, aber das sieht man. Also das klebe ich mir jetzt auch mit Flüssigkleber an manchen Stellen ganz, ganz sachte an, weil das wirklich so feine Blätter sind. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera, das ist echt total cool. Und dann schneide ich mir hier oben noch das Stückchen ab, das da oben rausschaut. Wobei, ich lasse das jetzt. Ich finde das eigentlich schön. Also wenn ihr es in ein Kuvert machen müsst, dann könntet ihr euch das noch abschneiden. Ansonsten würde ich das einfach so lassen. Das hier schneide ich mir jetzt noch ab. So. Und jetzt schneide ich mir hier noch den Rand zu, damit es schön gleichmäßig ist. Und vorher, bevor ich das mache, klebe ich mir die Karte noch komplett zusammen. Ah ne, das habe ich ja schon gemacht. Hä? Habe ich schon gemacht? Ne, habe ich ja noch gar nicht, oder? Habe ich schon? Habe ich doch noch gar nicht zusammengeklebt. Oh, ganz schön toll. Okay. Und jetzt schneide ich mir hier noch den Rand zu, damit es schön gleichmäßig ausschaut und da kein farbiges Papier mehr rausschaut. Ich finde sie jetzt schon total super. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unseren Spruch abgeben, also das Traum. Und dann sind wir fertig. So, hier unten hin. Das wäre doch was, oder? Also es ist ein bisschen fummelig mit Klebearbeit heute, aber es rentiert sich auf jeden Fall. Die Karte wird dann super. Also ich mache mir jetzt den Kleber wirklich nur unten hin und eigentlich wollte ich da weniger drauf tun. Aber mein Flüssigkleber ist eigentlich schon ziemlich leer und entweder kommt richtig viel noch raus oder gar nichts mehr. So. Und das baue ich mir jetzt hier unten drauf. Und wenn ihr auch ein bisschen Kleber an der Seite habt, dann könnt ihr euch das einfach mit so einem Klebemittel oder Deder wegmachen. Den verlinke ich euch in der Infobox unten. Der ist echt Gold wert. Und jetzt können wir uns einfach das zweite Traum, das ich mir schon ausgestanzt habe, drüber kleben. Bei mir ist hier hinten diese Klebefolie drauf, aber den kann man auch mit Flüssigkleber dann nochmal ankleben. Und das mache ich jetzt so ein bisschen versetzt, dass ich wie so einen Schatten habe. Mal gucken, ich glaube, ich mache das sogar nach unten versetzt. Tada! Jetzt haben wir hier so einen richtig schönen Schatten und ich finde es echt schön. Ich glaube, das ist sogar noch viel cooler, wenn man es nicht miteinander ausstanzt, sondern so nachträglich draufklebt. Also sieht man, manchmal ist auch ein Fehler ganz gut oder ein vermeintlicher Fehler und man lernt da draus. Und das ist jetzt unsere coole Karte. Also total schön, oder? Ich finde, die passt jetzt von der Proportion viel besser, weil das Mädchen viel mehr in der Mitte ist. Also da, das ist, finde ich, ein bisschen schöner. Hier ist es mir fast zu nah am Rand. Aber ihr habt den Vergleich. Ihr könnt jetzt wählen, was euch besser gefällt. Ich finde das wunderschön. Und wenn jetzt jemand einfach seinen Traum verwirklichen möchte oder so, dann kann man doch das super als kleine Glückwunschkarte schicken. Oder oh, ich finde es einfach schön. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln, mal was anderes von meiner Seite aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!